Ja, und damit, meine lieben Leute, Hallöchen und herzlich willkommen zu Crash Bandicoot 4 It's About Time. Wir starten direkt hinein. Crash Bandicoot, endlich hab ich, der große Neokortex, dich dort, wo ich dich haben will. Und jetzt der letzte Schlag. Still, du Dummkopf. Sieh's ein, Entropie. Es wird schief gehen. Wieder. Wenigstens versuchen Uka Uka und ich uns zu befreien. Ich werde mir dein hirnverbranntes Gefasel kein weiteres Jahrzehnt lang anhören. Oder dein Kauen. Ist er tot? Lass ihn. Er hat ausgedient. Eine große Macht ist erwacht. Crash. Ich fürchte, sie weist auf ein Ereignis hin, das die Realität erschüttert. Ich spüre, wie sie vom Insanity Peak ausgeht. Schnell, wir müssen los! Crash! 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 So. Das sind wir, Crash. Ja gut. Ich denke, einen großen Teil kennt Crash Bandicoot und wenn nicht, dann halt eben nicht. Da komme ich nicht hin. Schade. Naja. Hm? Achso. Aber Crash Titans steht da nirgends. Schade. Das ist nice. Ich kann den. Hä? Wieso? Okay. Ich konnte den Hut kurz mitnehmen, aber nicht allzu lange. Ich habe übrigens... Ja, was habe ich alles gespielt? Titans? Ein bisschen? Ja. Achso. Den dritten Teil habe ich mal gespielt. Damals Crash Bandicoot. So, Checkpoint. Ich habe übrigens eingestellt, dass ich beim Checkpoint normal starte und... Ja... unendlich an Leben habe. So. Ich dachte... Ah. Das war mit draufspringen, okay. Ich habe ja das Ganze über PlayStation Plus bekommen, deswegen habe ich mir gedacht... da ist doch ein, Ding. Den habe ich gar nicht gesehen. Ein Siebenschläfer. Deswegen habe ich gedacht, ja, wieso mache ich das nicht? Oh. So. Wieder ein Checkpoint. Ah ja, hier. Genau, er beschützt mich, wenn ich einmal getroffen werde. Ja. Habe ich sozusagen noch mal ein Leben. Oh, da oben sind die eigentlich. Dann hätte ich da drauf springen müssen. Okay. Aber den krieg ich. Ah, ich kann auch ein leichten Doppelsprung ausführen. Ja, okay. Wäre auch zu short. Ich spiele das Ganze übrigens auf der PlayStation 5, falls die Frage ist. Soviel ich ja weiß, gibt es das für alle möglichen Systeme. Aber da ich ja gesagt habe, von wegen PlayStation Plus, ja. Eben, ich spiel's, solange ich PS Plus habe, spiele ich das einfach. So.
Das erinnert mich hier an Ratchet & Clank. Den Dingen hier. Also nicht den Gegnern. So. Und weiter geht's. Checkpoint. Weg damit. Ich habe übrigens einen Teil von dem Spiel als Let's Play schon gesehen, deswegen kenne ich auch einen kleinen Teil, aber ja, eben nur einen kleinen Teil. Und mal schauen, wie weit ich überhaupt komme. Ich hoffe, dass ich es auch fertig Let's Playen kann, aber die 100% müsst ihr bei mir nicht erwarten. Jawohl, Bonus. Das Lustige ist eigentlich an Crash Bandicoot. Bonus-Dinger sind zum Beispiel meistens nicht so einfach. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich da auch rüberkomme. Ah, doch. Rüberkommen sollte. Das ist natürlich jetzt noch ein einfacher Bonus, aber hey, normalerweise sind die echt schwer. Ich habe auch die Train-Trilogie oder wie auch immer man das ausspricht. Die ersten drei Teile, die ja auch remastered worden sind. Und ja, das werde ich wahrscheinlich eher nicht Let's Playen. Das werde ich wohl eher streamen, wenn ich mal das spielen werde. Denn ich will da auch einen großen Teil als Stream bringen, den ich von PlayStation Plus habe. Von den Spielen. Naja. Oh. Wunderbar. Ein Tod. Ach, da werden die Tode gezählt. Ah, die kommt noch eine Zeit wieder. Wunderbar. Was ist nach drei Toten? Dann komme ich zum Checkpoint oder was? Na gut, dann lassen wir halt das. Ich mag ja Jump'n'Run über alles irgendwie. Also vor allem 3D-Plattformer. Aber ich bin echt nicht der Beste der Run. Aber ja. Das geht ja eigentlich auch gar nicht, oder? Wie findet ihr das Spiel? Habt ihr das schon mal gesehen? Habt ihr es selber gespielt? Schreibt es doch gerne in die Kommentare, meine lieben Leute. Wunderbar, ich hätte wahrscheinlich bei ihm drauf springen müssen. Nur. Ja, wunderbar. Ah, okay. Schon gedacht, wir sterben hier wieder. Übrigens, Crash Bandicoot oder Crash Titans oder ich weiß gar nicht, ob Crash Bandicoot hieß oder Crash Titans einfach nur. Das habe ich auf der PlayStation 2. Also das PlayStation 2 Spiel davon. Es gibt ja auch eine Xbox 360 Version. Gut, eine Wii Version habe ich auch. Aber die ist weniger gut. Vor allem von der Steuerung her. Ah. Ausgezeichnet. Edelsteine und Skins. Edelsteine schalten Skin frei. Verdiene Edelsteine, indem du Kisten zerbrichst, Wumpers sammelst, verdeckte Edelsteine findest und Level in 3 oder weniger Leben abschließt. Ah, das deswegen dieses Leben verlieren. Okay. Ich nehme nicht mal ein Ladescreen. Okay, hat Angst. Zurück können wir nicht wirklich. Ich finde es schön gemacht. Also von der Grafik her. Okay. Wir sind natürlich noch ein bisschen im Tutorial-Bereich. Aber was soll's.
Und ich wäre eigentlich fast daneben gesprungen, aber egal. Checkpoint! Ich weiß. Bin immer ein bisschen hinterher. Oder Kisten kaputt machen! Springen! Rutschen, ja, stimmt. Ach ja, ich konnte ja diesen einen Sprung ausführen hier. Hat eine schöne Atmosphäre. Oh. Stimmt, die TNT-Fässer sind oben. Ja, gut. Okay. Hätte weiter nach oben gehen müssen. Danke, Hase, Geist, was auch immer. Ach, ich kann auch kriechen. Yay! Was machst du da? Ach so. Der Schrei war echt gut. Okay. Kann übrigens vorkommen, dass ich in manchen Levels sehr failen werde. Naja, was soll's. Wie gesagt, ich versuche nicht die 100%. Okay. Aber Bonusdinger und so, ich werde es gerne versuchen. Aber erwartet nicht zu viel von mir. Mach ich ja. Bin ich zu blöd? Ich mach doch einen Zweifachsprung. Okay, keine Ahnung. Ich will hier nicht allzu lange Kann ich nicht zurück? Ja, wunderbar. Ja, dann machen wir das. Also. Das kann ich mir niemals merken, was da steht. Wobei. Achso. Also außenrum muss man da eigentlich, um das Ding zu bekommen. Ah. Mein Fehler. Ja, wow. Sieht leicht aus, aber es ist nicht. Ich sag's immer so, Leute, die sich irgendwie beschweren in Let's Plays, weil es irgendjemand nicht hinbekommt oder in Streams, ey. Ja, wunderbar. Das Anschauen ist immer noch easy. Das Zuschauen ist immer easy. Ich darf halt nicht auf die Dinger drauf springen. Okay, das war jetzt mein Fail. Gut. Dann nehmen wir einfach den direkten Weg. Sonst ist mir dann zu langweilig. Yay. Okay.
Dieses typische Boss-Wegrennen-Dings. Oh, da wären Edelsteine gewesen. Ja, wunderbar. Ich sag doch, ich fällt gerne mal. Ach, den Edelstein behalte ich ja. Sehr schön. Diese Szene mag ich übrigens nicht so besonders. Ich weiß gar nicht, ab welchem Teil das bei Crash Bandicoot angefangen hat, aber ich kenn's vom dritten Teil halt, weil ich den eben gebraucht gekauft habe. Ach so. Da freue ich mich jedenfalls, wenn ich daneben springe. Yay. Ja, in der richtigen Reihenfolge, der richtigen Tasten zu drücken, das ist irgendwie so immer das Spielprinzip hier von Crash Bandicoot. Ah, ich habe zu wenig, egal. Okay. Niemals. Nicht in einer Million. Ja! Ja! Mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg. Crash, wer ist das? Lani Loli? Wenn die Quantummasken zurück sind, dann... Hey, Akku, wie... Ist das ein Quantumspalt? Es ist wohl eine Tür zwischen Dimensionen. Ja, ja, und sie sollte geschlossen sein. Wir müssen durchgehen, meine Geschwister finden und sie schließen, bevor irgendein Hock mit dem großen bösen Plan und noch größeren Ego was total Dämliches anstellt. Uka Uka hat uns ahnungslos eine tolle Zukunft beschert. Wenn mein Spaltgenerator fertig ist, werden wir bald die Macht über Zeit und Raum in der Hand haben. Engine Embryo, ihr habt ein paar Projekte, von denen ihr erzählen wollt. Meister, mein mechanisches Wunder hypnotisiert eine Armee für dich. Und mein Trank macht mich sie unaufhaltsam. Fein, schön. Viel Spaß mit euren Strahlenkanonen und so. Jetzt beeilt euch. Meinen Berechnungen zufolge handeln unsere Feinde bereits gegen uns. Und wir werden siegen. Oh, eine Minimap. Wie schön. Dimensionskarte. Willkommen zur Dimensionskarte. Hier kannst du Level zum Spielen wählen, zwischen Crash und Coco tauschen, Skins wechseln und Level wiederholen, um Zeitkämpfe zu meistern. Ausgezeichnet. Okay, da wird eine weitere Karte freigeschaltet. Naja, liebe Leute, an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play Crash Bandicoot 4 About... It's About Time. Ja, ich muss den Namen noch merken. Also macht's gut und tschüss.